Der Diablo 4 Release steht kurz bevor und bis vor kurzem hat Publisher Blizzard nur sehr wenige Details über die Monetarisierung verlauten lassen. Bis jetzt. Denn in einem Developer-Update-Stream gab es endlich mehr Infos zu den Seasons, dem damit verbundenen Battle Pass oder Battle Passen und dem Ingame-Shop an sich. Manches davon, wie die eigenen Questlines für einzelne Seasons, waren sehr klar verständlich. Bei anderen Punkten, wie eben im Ingame-Shop, gibt es aber auch nach dem Stream noch Klärungsbedarf. Ich habe das Ganze mal versucht für euch zusammenzufassen. Ich habe euch ja schon in meinem letzten Video ein bisschen mehr über das Late-Game samt Items, Paragon-Brettern und Codex der Macht erzählt. Dieses Mal fange ich auch direkt mit Late-Game-Inhalten an, nämlich den Seasons. Davon gibt es 4 jährlich, jeweils 3 Monate lang. Jede Season bringt unter anderem neue Gameplay-Features, eine Questline, Items, Änderungen in Balance und Quality of Life oder Komfortfunktionen. Seasons sind nicht neu, Diablo 3 ist beispielsweise gerade in Season 28. Aber Diablo 4 Seasons sollen ein bisschen anders werden als bisher. Zum Beispiel haben sie jetzt ein Motto. Oder Theme, wie es die amerikanischen Entwickler nennen. Das bedeutet, dass sich in der Season der Großteil von dem, was dazukommt, um das Motto dreht. Wäre das Motto beispielsweise Zombies, gäbe es Zombie-Items, Zombie-Rüstungen, zombie-basierte Skills und ich hätte jetzt auch fast Zombie-Monster gesagt, aber die gibt's ja schon. Aber vielleicht gibt es während der Season einfach mehr davon, weil sich die Questline um ein erhöhtes Zombie-Aufkommen in Sanctuario dreht. Bei der Seasonal Questline handelt es sich um eine ausgedehnte, in sich geschlossene Nebenaufgabe mit 9 vertonten Figuren, Monstern und Dungeons. Die Quest ist kein Teil der Haupthandlung, die wird nur per Erweiterung fortgesetzt, wie es auch Reaper of Souls bei Diablo 3 gemacht hat. Vielmehr sind die Quests dazu da, noch ein bisschen tiefer in die Welt von Sanctuario einzutauchen und unter anderem auch die für die Season 9 Spielmechaniken vorzustellen. Kurzer Einschub, es geht nicht wirklich um Zombies in Season 1. Fans vermuten Mephisto, weil die Figur im Hintergrund der Rüstungen der ersten Season so aussieht, aber es wurde noch nichts verraten, deswegen sind Zombies hier nur ein Beispiel. Aber was meine ich mit neuen Gameplay-Mechaniken? Tja, so genau weiß man das nicht. Nur, dass es sich nicht nur auf Balancing und Feintuning beschränken soll. Stattdessen sollen tatsächliche Features und Mechaniken ausprobiert werden. Nach jeder Season werden die dann zwar wieder eingemottet, aber wenn sie gut ankommen, könnten sie ins Hauptspiel übernommen werden. Path of Exile-Spieler kennen das schon. Da gibt es ab und an sogar ein bisschen zu viele Neuerungen und Features pro Season, sodass das Ganze ein bisschen überladen wirkt. Mal sehen, wie das bei Diablo 4 wird. Unterm Strich aber eine sehr gute Möglichkeit, die Community nach Feedback abzuklopfen. Und dass Blizzard das ernst nimmt, haben wir spätestens nach der Beta gesehen. Denn seit der ersten geschlossenen Beta-Phase wurden unter anderem schon Monster, Charakterklassen und die Laufwege in den Dungeons angepasst. Der Server Slam, ein frei zugänglicher Netzwerktest, der läuft, während dieses Video hier online geht, hat sogar schon die meisten Änderungen übernommen und ist sehr nah an der Release-Version von Diablo 4. Wenn ihr genau wissen möchtet, welche Änderungen das sind, findet ihr das ebenfalls in meinem letzten Video zum Thema. Noch mehr extrem weitreichende Änderungen zwischen Server Slam und Release-Version wiederum wären sehr schwer zu stemmen. Schließlich hat Diablo 4 vor kurzem Gold-Status erreicht. Das bedeutet, die Version, die an uns Kunden rausgeht, steht fest. Plus minus etwaige Day-One-Patches, versteht sich. Aber in diesem Video geht's ja um die Langzeitinhalte. Was erwartet uns, wenn wir uns in die Season schmeißen, abgesehen von der Quest? Und wie funktionieren die Seasons überhaupt? Pro Season gibt es eine Art Heldenreise, die in mehrere Kapitel aufgeteilt ist. Hier auf dem Bild sieht man sie oben, es sieht stark nach 7 Kapiteln für die erste Season aus. Jedes Kapitel hat Objectives, die erledigt werden müssen, um weiterzukommen. Die Aufgaben können an Mechaniken gekoppelt sein, an Storyziele innerhalb der Quest oder einfache Sammelaufgaben. Der Kapitelabschluss wird mit Items belohnt, Crafting-Material oder neuen Aspekten für den Codex der Macht. Man muss übrigens nicht alle Objectives im Kapitel erfüllen. Hier sind es zum Beispiel nur 7 von 9. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt oder auf ein paar Objectives einfach keinen Bock, könnt ihr die also getrost hinten rüberfallen lassen. Wenn ihr beispielsweise kein PvP mögt, aber ein Objective in den Feldern des Hasses gegen andere Spieler errungen werden muss. Aber jede Aufgabe belohnt euch mit Favor oder Gunst, die euch im Battle Pass nach vorne bringen. Und da ist er auch schon, der Battle Pass. Dann wollen wir mal. Was will er von uns und was kriegen wir dafür? Den Battle Pass findet ihr hier auf der unteren Bildhälfte bei den Seasons. Wie ihr sehen könnt, sind ein paar der Belohnungen ausgegraut. Das sind die Premium-Inhalte, die Gratis-Nutzern unter die Nase gerieben werden. Also, so gratis ein Vollpreisspiel eben sein kann. Die einzelnen Stufen im Battle Pass schaltet man durch das Abarbeiten der Objectives frei, aber auch durch das Aufleveln der Season-Charaktere. Es gibt insgesamt 3 Level. Den Free-Track für alle, die nichts zahlen.
den Premium-Track für ca. 10 US-Dollar und den Accelerated-Track für 25. Ich fange mal mit dem Free-Track an. Was bekommen wir, wenn wir nichts zahlen? Insgesamt 27 Stufen, die Cosmetics enthalten und eine Währung. Smoldering Ash. Mit der Asche werden wiederum Seasonal Blessings freigeschaltet. Das sind Buffs, die unseren Fortschritt beschleunigen. Zum Beispiel durch mehr XP von Monstern, mehr Geld von Händlern oder verlängerte Tränkedauer. Nach der Season sind dann Buffs, Asche und neue Gameplay-Mechaniken wieder auf Null zurückgesetzt. Die Asche für die Buffs gibt es nur im Free-Track. Alles, was Gameplay angeht, ist ohne Geld erspielbar und soll auch mit Geld nicht beschleunigt werden können. Wir müssen also keine Asche für Asche bezahlen. Entschuldigung. Der Premium-Track enthält nämlich nur Cosmetics. Dafür aber direkt auf 63 Stufen. Ohne die aus dem Gratis-Bereich. Insgesamt sind es also 90 Stufen pro Season. Im Premium Battle Pass sind 2 volle Rüstungssets pro Klasse, ein Mount, Rüstung für das Tier und Kleinkrams wie Emotes und Grabsteine enthalten. Die Grabsteine markieren, wo man gestorben ist, falls ihr euch gerade gefragt habt, wofür man die braucht. Mit der Premium-Stufe wird außerdem auch noch Platinum freigeschaltet, die Währung für den Online-Shop. Aber keine Sorge, zu dem kommen wir auch noch. Der Accelerated Track ist eine Premium-Version des Premium-Tracks. Er erlaubt euch, 20 Stufen zu überspringen, hier ersetzt ihr also Spielzeit durch Geld. Außerdem gibt es auch noch ein spezielles Cosmetic, das es nirgendwo anders gibt. Das soll aber nicht bedeuten, dass die Leute, die bezahlen, auch in der Season schneller vorankommen. Die Stufen, die übersprungen werden, scheinen die Premium-Stufen zu sein, nicht die, die Asche und damit Buffs geben. Die muss sich jeder mit Geduld und Spucke selber verdienen. Wenn ich das richtig verstanden habe und sie sich nicht smart drumherum geredet haben, was jetzt keine Überraschung wäre, dann kann man keine spielerischen Vorteile kaufen, nur Accessoires. Das werden wir dann im fertigen Spiel sehen. Für einen Battle Pass eigentlich ein fairer Deal. Wenn ich eine Season aussetze, verpasse ich keine Kernstory, wenn Features richtig gut sind, kommen sie ins Hauptspiel, es gibt keinen spielerisch relevanten Vorteil für mehr Geld und wenn man wegen Seasons auch schon frühere Diablos immer wieder in begrenzten Zeitabschnitten gezockt hat, passt es auch zum eigenen Spielverhalten. Aber man zahlt halt schon Geld dafür, dass man unter Zeitdruck Sachen erst noch verdienen muss und währenddessen ein bisschen vom Spiel gegängelt wird. Zwar innerhalb von 3 Monaten, aber wie schnell können 3 Monate vorbei sein, wenn man Stress hat? Nochmal aber, das sind alles eher Pro- und Kontrapunkte für den Battle Pass als System und nicht das Spiel. Für einen steten Fluss an neuen Inhalten, Stories und Betreuung muss es eine Art Monetarisierung geben. Das Ganze muss sich ja irgendwie finanzieren. Was man aber durchaus fragen kann ist, wurde hier der richtige Monetarisierungsmodus gewählt? Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Übrigens, die erste Season startet erst Mitte bis Ende Juli, damit jeder die Kampagne in Ruhe erst einmal durchspielen kann. Um die Season zu beginnen, muss mindestens eine unserer Figuren die Kampagne durchhaben, dann können wir skippen. Das ist accountgebunden, wenn ihr also mit einer durch seid, könnt ihr danach immer wieder überspringen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht skippt, müsst ihr einmal durch die Story, bevor die Season für euch startet. Oh, und wenn ihr ein Pferd wollt, müsst ihr auch durch die Story. Ab ca. Level 30 wird das freigeschaltet, wer von Anfang an die Story links liegen lässt, muss zu Fuß durch Sanctuario. Dafür haben danach aber auch alle neu erstellten Charakter direkt ein Pferd. Pferde sind generell so ein Thema. Es wurden ja schon richtig viele in einem kurzen Clip auf Twitter gezeigt. Und es soll auch eine ganze Reihe Mounts durch Storyfortschritt, Challenges und Ähnliches zu kriegen sein. Aber es gibt ja auch Battle Pass Pferdchen. Hier würde mich die Verteilung interessieren. Wie viele Hotte Hüs gibt's zu erspielen, für wie viele muss ich zahlen? Und sind das dann nur die langweiligeren, die ich mir erspielen kann, während die coolen hinter der Paywall stecken? Zumindest bei den Rüstungen soll das nicht so sein. Dort sollen sowohl im Shop als auch im Spiel gleichermaßen spannende Rüstungssets zu bekommen sein. Ein paar wurden im Stream bereits gezeigt. Und von dem, was man sehen konnte, scheinen sie auch ähnlich detailreich, liebevoll designt und passend zum Spiel zu sein. Und, was vielen Sorge bereitete, die Bezahlrüstungen sind nicht so ausartend leuchtend oder flashy, dass sie in der geteilten Welt die Immersion zerstören würden. Aber mal sehen, was da noch kommt. Blizzard scheint sich auch sehr bewusst, dass die Fans das ganze Monetarisierungsding sehr skeptisch beäugen. Denn ich habe selten ein Team gesehen, das so sehr darauf bedacht ist zu betonen, wie cool die Gratisinhalte sind und wie okay der Bezahlcontent. Apropos Bezahlcontent. Zum Shop gab es auch was. Aber ich bin mir nicht in allen Punkten sicher, was. Ihr seht gleich, was ich meine. Im Shop können Cosmetics gekauft werden, jeweils immer für alle Charakter des Accounts.
aber die Sachen rotieren. Das bedeutet, zumindest in der Zeit vor Season 1, werden einmal die Woche, dienstags, einige Sachen raus und andere rein rotiert. Rausgekickte Sachen landen in einem Pool, der uns dann auf eigene Vorlieben abgestimmt vorgeschlagen werden soll. Zum Beispiel basierend auf einer Klasse, die wir oft spielen. Aber auch noch detaillierter. So ein bisschen wie, Leute, die diesen Gegenstand bestellten, kauften auch, was wir aus so ziemlich jedem Online-Shop kennen. Die künstliche Verknappung kennen wir leider auch daher. Im Stream wurde die Rotation der Items damit begründet, dass man uns nicht zumuten wollte, durch so viel Inventar scrollen zu müssen. Also, das kriege ich schon hin. So schrecklich ist es nicht zu scrollen. Und wenn die Sachen nach einer Woche verschwinden, kann ich nicht gemütlich überlegen, ob ich doch die Kohle zusammenkriegen oder erspielen kann. Kauf es jetzt, sonst ist es weg. Oder kommt vielleicht doch in ein paar Wochen wieder? Denn direkt danach wird im Stream gesagt, dass die Sachen zwar durchrotieren, man aber auch immer einfach zum Beispiel nach Klasse im Shop suchen und da die Items finden kann. Ist es also doch nicht weg? Meiner Meinung nach ist das Ganze sehr schwammig ausgedrückt und echt PR-lastig formuliert. Ich habe sogar meinen Kollegen Maurice gefragt, der sich das Video in seinem Stream angeschaut hatte, und der war auch verwirrt. Wir wissen beide nicht genau, was im Shop jetzt Sache ist. Aber wir werden euch, sobald wir mehr wissen, auf dem Laufenden halten. Kurz vor Ende noch eine Sache. Leaderboards wird es vor Release und während der ersten Season auch nicht geben. Die stehen auf der Liste der Teams, aber können wahrscheinlich frühestens erst in Season 2 realisiert werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen später. Das war's aber jetzt. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, haben wir noch eine ganze Reihe Videos, unter anderem ein Beta-Fazit oder eine Kolumne, warum mir die Shared World noch immer Bauchschmerzen macht. Schaut doch gerne mal bei Maurice auf dem Kanal vorbei, er heißt wie Maurice. Aber vorher könnt ihr vielleicht noch ein Like dalassen, wenn ihr mögt. Müsst ihr aber nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!